Johnny's One Timeline. Man, this has mega hit written all over it. Wenn es tonnenweise Hirnfetzen, Knochensplitter und geplatzte Hoden und Augäpfel regnet, wird entweder gerade irgendwo in Großbritannien Bratwurst hergestellt oder NeverRealm hat ein neues Mortal Kombat veröffentlicht. Kleiner Rückblick. Nach den Ereignissen in Mortal Kombat 11 wurde Liu Kang ja quasi zu Gott. Okay, alles auf Anfang. Wer bist du nochmal? Lord Liu Kang, Beschützer des Erdenreichs. Gott des Feuers. Für die Story im nagelneuen Mortal Kombat 1 verwandelt er sich jetzt sogar in Pippi Langstrumpf und macht die Welt, wie sie ihm gefällt. Klingt komisch, ist aber so. Liu Kang hat das Universum nach seinen Vorstellungen neu erschaffen und alles viel friedlicher gemacht. Martial-Arts-Turniere zwischen dem Erdenreich und der Außenwelt finden zwar immer noch statt, sind jetzt aber total bunt und friedlich und happy und niemand kommt dabei zu Tode. Aber natürlich gibt es ohne Konflikt keine gute Story und weil Liu Kang trotz seiner neuen Superkräfte irgendwie etwas zu kurz gedacht hat, hielt er es für eine gute Idee, schlimme Finger wie Shao, diesmal ohne Kahn, oder Shen Tsung ebenfalls in seinem neuen Reboot-Universum existieren zu lassen. Are they ready? It's time. Time for what, sorcerer? Als Sicherheitsvorkehrung plant er für Shang Tsung zwar eine unbedeutende Existenz ein, aber der Plan geht exakt so erfolgreich auf, wie ihr es euch gerade vorstellt. Falls euch das jetzt alles so gar nichts sagt, müsst ihr nur wissen, Mortal Kombat 1 geht friedlich los, artet aber wieder exakt in dem blutigen Gemetzel aus, für das die Reihe bei Fans so beliebt und beim Jugendschutz so berüchtigt ist. Es wird gekloppt, gekillt und geköpft. Diesmal mit einem Roster von 23 spielbaren Charakteren, jeder Menge Grind, ein bisschen Glücksspiel und angestaubte Multiplayer, in dem Noobs keine Sonne sehen. Die Story von Mortal Kombat 1 beginnt also ungewohnt geerdet mit einem Kung Lao ohne Kreissägenhutkrempe und einem Raiden ohne Elektrizität. Ohne ihre Hüte erkennt man die beiden Figuren wegen ihres zurückhaltenden neuen Charakterdesigns kaum wieder. In den ersten Kloppereien gibt es dann auch erstmal gar keine brutalen Enthauptungen, abgetrennte Körperteile und andere blutige Fatalities, für die Mortal Kombat ja sonst so berüchtigt ist. Figuren, die ihr in der Reihe sonst als Schurken kennt, treten freundlich auf, es entstehen neue, ungewohnte Bündnisse und Charaktere wie Reptile oder Baraka, die ansonsten eher als Nebenfiguren dabei waren, bekommen ihre großen Momente in der Handlung und haben diesmal mehr Persönlichkeit. Das ist schon sehr cool. Run out. Misread my intentions, Princess. Dieses Video wird euch präsentiert von AMD Fidelity FX Super Resolution. Mit AMDs aktueller Upscaling-Technologie FSR 2.0 könnt ihr unkompliziert die Bildraten in vielen Spielen steigern. FSR kann dabei unabhängig vom Hersteller eurer Grafikkarte genutzt werden und funktioniert auf allen aktuellen Modellen, wie beispielsweise der AMD Radeon RX 7800 XT. Mit dem kommenden FSR 3 Update, das in Kürze erscheint, wird die Technik zudem um Fluid Motion Frames erweitert. Die neue Interpolationsoption generiert zusätzlich Frames zwischen den herkömmlichen berechneten Bildern und verbessert so die Bildrate in unterstützten Spielen noch weiter. Trotz Story-Reboot ist die Kampagne deshalb auch eher für Kenner der Vorgängerspiele interessant, denn nur dann erkennt ihr überhaupt die Änderungen und kleinen Verweise. Die Handlung macht zwar auch ohne diese Bezüge Spaß, aber es entgehen euch natürlich die vielen Anspielungen und Gags. Dafür ist die Hauptgeschichte auf dem voreingestellten mittleren Schwierigkeitsgrad aber recht easy, nach 6-8 Stunden seid ihr damit wahrscheinlich durch. Trotzdem ist die Kampagne ein durchaus legitimer Grund, das Spiel zu kaufen, auch wenn die Multiplayer-Duelle mit Freunden oder Ranglisten-Randoms im Internet natürlich deutlich mehr Spielzeit versprechen. Doch die Präsentation der Story ist grandios, extrem witzig und gegen Ende wird es auch wieder völlig übertrieben und blutrünstig, wenn auch nicht ohne ein paar Schwächen. Sie müssen neutralisiert werden, um die Seelenräuber abzuschalten. So ist es. Teilen wir uns auf. Denn die Story des Vorgängers, Mortal Kombat 11, war zwar mit ziemlicher Sicherheit das dümmste Stück Unterhaltung, das wir jemals erlebt haben. Aber das war halt auch so unschreiblich bescheuert, zum Brüllen komisch, so haarsträubend bizarr,
dass wir absolut jede Sekunde davon geliebt haben. Diesen Edeltrash-Faktor erreicht Mortal Kombat 1 leider nicht nochmal. Die Inszenierung ist zwar super und auch hier gibt es ein völlig übertriebenes Ende, doch die Erklärung dafür, weshalb sich letztendlich doch wieder alle endlos gegenseitig umbringen, ist langweilig und ausgelutscht. Die After-Credits-Sequenz, die recht eindeutiger ein Story-DLC ankündigt, eher nervig als spaßig. Zudem laufen einzig und allein die Kämpfe im Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde. Alle anderen Inhalte im Spiel, darunter auch die zahllosen Zwischensequenzen, nur mit 30 FPS. Auf dem PC gibt es zwar schon eine Mod, die dieses Problem behebt, aber viele User beklagen bei den normalen Versionen bei vielen schnellen Wechseln von Zwischensequenz auf Gameplay und umgekehrt Schluckauf in der Bildwiederholrate. Für Aufsehen hat auch die fürchterliche Version auf der Switch gesorgt. Die ist nämlich kaum als Mortal Kombat zu erkennen. Die Grafik ist nicht nur fürchterlich altbacken und detailarm, auch die Framerate springt wild zwischen 20 und 60 Bildern pro Sekunde umher. Ed Boon, einer der Schöpfer der Mortal Kombat-Reihe, hat sich für das Debakel schon entschuldigt und Besserungen versprochen. Die Kollegen von IGN haben die Switch-Version mal mit den anderen Konsolenversionen verglichen und das Ergebnis ist gruselig. Aber seht selbst. Wenn ihr mit der Story fertig oder nicht der Typ Spieler seid, der zwischen zwei 15 Minuten langen Cutscenes mal kurz kämpfen will, bietet Mortal Kombat 1 natürlich auch noch andere Modi. So könnt ihr in den Towers gegen je 6, 8, 10 oder unendlich viele KI-Gegner antreten. Im Vergleich zum Vorgänger wurde dieser Modus aber deutlich abgespeckt. Obendrauf gibt es den neuen Invasionsmodus. Und der ist gar nicht mal so gut. Invasionen schicken euch auf saisonal wechselnde Spielbretter, die ihr aus der Vogelperspektive beschreitet. Von dort aus tretet ihr dann gegen überwiegend komplett hirntote KI-Gegner an und besteht kleine Herausforderungen wie das Test Your Might Button-Mashing Minigame. Test Your Might. Ab und zu taucht auch mal ein KI-Gegner mit übertrieben viel Leben oder zusätzlicher Panzerung auf, oder ihr bekämpft irgendwelche Elementareffekte mit Talismannen, die euch in erster Linie das Inventar vollmüllen und nichts zum Spielspaß beitragen. Zur Belohnung gibt es kleine Mengen Erfahrungspunkte und Spielwährung. Für Stufenanstiege bekommt ihr neue Farbpaletten, Masken und kosmetisches Zeugs für eure gespielte Figur. Münzen könnt ihr im Schrein für vollkommen zufällige und oft lahme Belohnungen wie irgendwelches Artwork opfern. Das alles ist komplett freudloser Grind als Ersatz für die Krypta aus dem Vorgänger. Last and most certainly least sind eine Handvoll Tutorials, die nicht genug tun, um Gelegenheitsspieler und Neuankömmlinge auf den Multiplayer-Part des Spiels vorzubereiten. Hier lernt ihr zunächst mal die Basics, wie richtiges Blocken, Anti-Air, Overheads und all die coolen Fachausdrücke, mit denen ihr Menschen auf Partys beeindruckt. Außerdem gibt es für jede spielbare Figur je 7 Combo-Trials, in denen ihr versucht, eine eingeblendete Tastenfolge nachzuspielen, um so die Combo-Attacken eures Kämpfers zu meistern. Tiefgreifendere Tutorials oder irgendwelche Videovorführungen für die Charaktere gibt es leider nicht. Man kann sich auch nicht mehr die Kombos direkt auf den Bildschirm legen, um sie zu üben. Viel Spaß auf YouTube also. Mortal Kombat 1 spielt sich wie sein Vorgänger etwas steif, die Kombofenster fühlen sich anfangs recht gnadenlos an. Das Gimmick am Kampfsystem liegt diesmal in den sogenannten Cameos. Ein Cameo ist ein Partner, den ihr euch vor Kampfbeginn aussucht, der euch anschließend auf Knopfdruck in einem Gefecht zur Seite steht und euren Gegner für euch angreift. Der Kollege hat keinen eigenen Lebensbalken, ihr spielt ihn nicht aktiv selbst, sondern ruft ihn ab und an mit einer gewissen Abklingzeit an eure Seite, wo er mit dem richtigen Timing ein wenig auf euren Widersacher einprügelt. Falls ihr nicht furchtbar mit dem Kampfsystem von Mortal Kombat vertraut seid, spielt sich das so mittelmäßig interessant, wie es sich liest. Erfahrene Spieler kitzeln mithilfe ihrer Cameo-Partner aber ein paar neue Tricks aus ihren Kämpfern heraus, die so bislang nicht möglich waren. So könnt ihr zwischen zwei Kombos eine Cameo-Attacke einflechten und die Angriffskette länger aufrechterhalten oder eine Combo um einen Overhead erweitern, der ohne Cameo nicht möglich wäre, um so die Verteidigung eures Gegenspielers zu unterbrechen. Es ist ein cooles System, vorausgesetzt, ihr bringt den nötigen Skill dafür mit. Apropos Skill, falls ihr euch am Ende der Solo-Kampagne einreden wollt, irgendwie gut in Mortal Kombat zu sein, gibt es natürlich noch den Multiplayer-Modus, wahlweise Ranked oder Casual, weil dieses Universum den Buchstaben C verachtet. Startet ihr die Suche nach einem Ranglistengegner, sitzt ihr eine Weile untätig herum und dürft in der Zwischenzeit keine Trainingseinheit oder ein Warm-up starten.
Tretet ihr einer laufenden Partie King of the Hill bei, starrt ihr zudem einen langweiligen Fortschrittsbildschirm an, bis das laufende Match endet. In Ranked Matches solltet ihr das Spiel einigermaßen sicher beherrschen, ansonsten werdet ihr schon mal Partien erleben, in denen ihr mit Endlos-Kombos bombardiert und niemals den Boden der Arena berührt, geschweige denn jemals wieder aufstehen werdet. Gerade jetzt, nach dem Release, verirren sich ab und an noch ein paar Optimisten in den Casual-Bereich, sodass ihr hier eher eine Chance habt, falls ihr noch keine große Erfahrung mit Mortal Kombat habt. Nennenswerte Verbindungsprobleme gab es während der Testphase keine, der Netcode ist wie schon beim Vorgänger prima. Beachtet aber, dass es derzeit auch noch kein Cross-Plattform-Play gibt und die Spielerzahlen nach Release erfahrungsgemäß sinken, bis vor allem der ganz harte Kern der Spielerschaft übrig bleibt. Solange ihr fit im Genre seid und euch nicht davor scheut zu lernen und zu trainieren, macht Mortal Kombat 1 Online absolut Laune. Weniger geübte Spieler müssen aber sehr viel Frustresistenz mitbringen. Die Matches sind im Durchschnitt auch in den untersten Rängen härter als beispielsweise in einem Street Fighter 6. Mortal Kombat hat auch keine Vereinfachung wie die Modern Controls eines Street Fighter 6. Dafür hat Mortal Kombat 1 aber eine spektakuläre Präsentation und bietet neben den obligatorischen Kerkern und verfluchten Wäldern auch ein paar für die Reihe ungewohnt helle und farbenfrohe Umgebungen. Anders als manch andere Titel im Genre werden Ultra-Wide-Auflösungen unterstützt, dafür ist alles außerhalb der 60 FPS-Kämpfe allerdings, wie schon gesagt, auf 30 Bilder pro Sekunde abgeregelt. Das Roster aus 23 spielbaren Figuren ist spaßig, abseits einiger Änderungen am Character-Design ist jedoch keiner davon neu für die Reihe. Der Tower-Modus wirkt auf den ersten Blick stark abgespeckt, denn man muss weitere Türme erst mühsam freischalten. Leider sind die Invasions dafür langweiliger, repetitiver Grind. Die Story ist weniger übertrieben und spektakulär als im Vorgänger, lohnt sich für Liebhaber dieses Modus aber trotzdem. Aus dem Multiplayer und dem neuen Cameo-System holen erfahrene Spieler das meiste raus. Unerfahrene Kämpfer haben es mangels tiefgreifender Tutorials schwer, auf bessere Spieler aufzuschließen. Für die Reihe üblich gibt es auch wieder spektakuläre, maximal blutrünstige Fatalities. Meet Hollywood's newest star. Fatality. Johnny Cage wins. Auch Fatal Blows sind wieder am Start, über die ihr bei niedriger Lebensleiste nochmal mit einer supermächtigen Attacke alles herumreißen könnt. Die nutzen sich diesmal aber leider schnell ab, weil sie immer euren Cameo-Partner involvieren und ständig gleich ablaufen. Alles in allem zahlt ihr bei Mortal Kombat 1 mehr Geld für weniger Spiel als bei Mortal Kombat 11. Falls ihr ganz dringend Prügelnachschub braucht, lohnt sich der Kauf trotzdem jetzt schon. Ansonsten raten wir aber eher zum Sale einer Complete Edition mit den ganzen DLCs, die demnächst den Shop fluten werden. Dann zahlt ihr auch nicht dauernd extra für irgendwelche Combat Packs. Ob euch die Neuerungen und Modi ganz allgemein für den Kauf ausreichen, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Ein Flawless Victory legt Mortal Kombat 1 hier aber unserer Meinung nach nicht hin. Ein gutes Fighting Game ist es aber allemal. There is always something worth fighting for. You have chosen to defy peace. Then you have chosen war with a god.